So klingt's richtig. Heute mit dem Uhu-Sekundenkleber Blitzschnell Plastik. Sicher kennt ihr die Blitzschnell-Sekundenkleber von Uhu schon, aber kennt ihr auch den Uhu-Sekundenkleber Plastik? Wie der Name schon sagt, ist der Sekundenkleber Plastik ein spezieller Sekundenkleber für Plastik. In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit auch immer wichtiger wird, wird auch immer mehr repariert. Dabei ist Plastik ein häufig vorkommendes Material bei Reparaturfällen, das sich aber nicht so einfach verkleben lässt. In diesen Fällen kommt unser Uhu-Sekundenkleber Plastik zum Einsatz, der für die verschiedensten Kunststoffarten verwendbar ist. Besonders auch für PE- und PP-Kunststoffe, an denen die herkömmlichen Klebstoffe scheitern. PE steht für Polyethylen und PP für Polypropylen. Die beiden gehören zu dem weltweit am häufigsten eingesetzten Kunststoff. Man findet sie zum Beispiel als Gehäuse von Elektroartikeln, Aufbewahrungsboxen, Spielzeug, Küchenutensilien, Abfalleimern und unzähligen anderen Haushalts- und Gebrauchsgegenständen. Aber auch in Verpackungen oder Textilien wie Sport- oder Outdoor-Bekleidung, um nur einige Beispiele zu nennen. Warum lassen sich PE und PP schwer verkleben? PE und PP sind sogenannte unpolare Kunststoffe. Das heißt, sie haben keine geladenen Bereiche, die das Klebstoffpolymer anziehen können. Einfach gesagt, die meisten Materialien haben an der Oberfläche geladene Bereiche wie kleine Hände, die dafür sorgen, dass der Klebstoff kleben kann. PE und PP hingegen haben diese kleinen Hände nicht. Die Oberfläche ist glatt und die Klebstoffpolymere können nicht greifen. Und hier kommt der Aktivator ins Spiel, der es möglich macht, auf solche unpolaren Kunststoffe zu kleben. Der Uhu-Sekundenkleber Plastik besteht nämlich aus zwei Teilen, einem Aktivator und einem speziellen Sekundenkleber. Nur durch die Kombination beider Teile könnt ihr problemlos PE und PP kleben. Die Anwendung erfolgt in zwei Phasen. Im ersten Schritt wird der Aktivator aufgetragen. Der Aktivator sieht aus wie ein kleiner Filzstift. Damit das zu verklebende Material einstreicht. Wichtig dabei ist, dass beide zu verklebende Teile eingestrichen werden. Den Aktivatorstift nach Gebrauch auch sofort wieder verschließen, um Austrocknen zu vermeiden. Dann ca. 60 Sekunden warten. Jetzt ist die Verklebung vorbereitet und wir können mit dem zweiten Schritt beginnen. Den Sekundenkleber wie gewohnt auf einer Seite dünn und vollflächig auf die aktivierte Fläche auftragen. Dann zügig zusammenfügen und kräftig andrücken. Ein paar Sekunden warten und ihr seht, wir haben eine sehr stabile Verklebung erhalten. Um euch den Unterschied zu einem herkömmlichen Sekundenkleber zu demonstrieren, schauen wir uns dieses Kunststoffei mal genauer an. Lasst uns zunächst die Verklebung mit einem ganz normalen Sekundenkleber durchführen. Einseitig auftragen, Deckel zuklappen, also andrücken, kurz warten. Indem wir Druck ausüben, testen wir die Belastbarkeit. Ihr seht, die Verklebung hält nicht und die Klebung löst sich. Und wieso klebt das nicht? Da das Ei aus einem unpolaren Kunststoff besteht, können die Polymere das Klebstoff nicht greifen. Und jetzt testen wir das Gleiche mit unserem Uhu-Sekundenkleber Plastik. Beide Seiten mit einem Aktivator einstreichen, 60 Sekunden warten, Sekundenkleber einseitig auftragen, Deckel zuklappen, andrücken und kurz warten. Nun belasten wir wieder die Verklebung und hält. Ihr seht, mit dem Sekundenkleber Plastik sind selbst schwer zu verklebende Materialien klebbar. Und nun zum Schluss noch ein kleiner Tipp von mir. Ob es sich bei eurem Kunststoff um die herkömmlich nicht klebbaren Materialien PE und PP handelt, könnt ihr mit einem Schwimmtest prüfen. Dazu einfach das Plastikteil ins Wasser geben, schwimmt es auf der Oberfläche, handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um PE bzw. PP. Und genau dann kommt der Uhu-Sekundenkleber Plastik zum Einsatz. Aber keine Sorge. Mit diesem könnt ihr nahezu alle Plastikarten kleben. Falls es sich also doch nicht um PE oder PP handelt, sollte es trotzdem funktionieren. Der Uhu-Sekundenkleber Blitzschnell Plastik ist der perfekte Reparaturhelfer für Kunststoffe. Weitere Infos zum Nachlesen und eine Reihe weiterer Anwendungsbeispiele findet ihr auf unserer Homepage. Und ihr wisst ja, reparieren ist besser als wegwerfen.